Hänsel und Gretel von den Gebrüdern Grimm, frei überliefert von mir. Also, pass auf, da war ein Vater, der war mit seinen Kindern im Wald, der hat da gewohnt, der war Holzhacker. Ich glaube, die echte Mutter ist tot. Auf jeden Fall hat er dann neue geangelt. Ich weiß nicht, wo er die geangelt hat im Wald. Auf jeden Fall war das dann die böse Stiefmutter, Klischee. Also waren die dann zu viert im Wald, Hänsel, Gretel, Vater und Stiefmutter. Und der Vater als Holzhacker im Wald, da weißt du dann, da siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht, vor dem ganzen Geld, was du dann nicht einnimmst als Holzhacker. Also hat er gesagt, scheiße, Vibe, wir sind hier am Arsch, wir sind richtig arm, ich kann mir nicht mal ein Boot leisten, was machen wir jetzt? Dann hat die Frau gesagt so, pass auf, bring erstmal die Kinder ins Bett, ne, Kinder ins Bett, so. Dann sagt sie zu ihm, Alter, es wäre ja logisch, wenn wir einfach die Kinder in den Wald bringen und die da einfach verlassen, so, weißt du? gute Idee, sagt der Vater, ist aber ein bisschen scheiße, weißt du, halt meine Kinder, aber okay, machen wir so. Was die dann halt nicht wussten, sorry für das Husten, was die dann halt nicht wussten, ist, dass die Kinder, die konnten nicht pennen, was weiß ich, was halt, ne, Vollmond, was weiß ich, die konnten nicht pennen, die haben das alles mitgehört, ne, und die Kinder natürlich untereinander dann. Hänsel, ich finde das blöd, ich krieg es mit der Angst zu tun, sag ich mal. Und Hänsel, Gretel, jetzt mach mal kein Hehl draus, wie man hier sagt. Ich habe einen Plan, wir nehmen uns eine Handvoll Kieselsteine und dann siehst du, was passiert. Und dann gehen die halt in den Wald und weil die ja schon wussten, was Sache ist, hat Hänsel dann immer so einen kleinen Kieselstein fallen lassen. Dann haben die Kinder da hingesetzt, an was weiß ich, an Lagerfeuer. Dann hat die Mutter gesagt, die Stiefmutter, so, ihr bleibt mal kurz hier, wir gehen eben kurz woanders hin. Nur, dass ihr Bescheid wisst, wir kommen gleich wieder, alles klar. Die Kinder wussten natürlich, die kommen nicht wieder. Und dann saßen die dann und Gretel so, ah, scheiße, jetzt ist echt passiert hier. Aber Hänsel so, pass auf, ich habe mir die Kieselsteine liegen lassen. Und dann gucken die halt immer, wo ein Kieselstein ist. Ist natürlich leicht zu sehen auf dem Boden des Waldes. Da gibt es ja sonst keine Steine. Und sie konnten das halt so als Weg bis hin zum eigentlichen Haus wieder dann benutzen, als Wegführer. Und dann waren die wieder beim Haus. Und der Vater natürlich, der hat schon abgerechnet, der hat im Geiste schon abgeschlossen mit den Alten. Und dann hat er gesagt, oh geil, meine Kinder, ne? Er war ja insgeheim so ein bisschen froh, dass der Plan nicht aufgegangen ist. Und er so, oh Kinder, ja, tut mir leid, ne? Wir haben es vergessen oder so, weiß ich nicht. Und die Stiefmutter so, boah, Mist, ey, jetzt haben wir wieder nichts zu essen morgen quasi, wenn die Göhren nicht bald weg sind. Und dann haben die das halt gesagt, so, pass auf, wir machen das einfach nochmal. War vielleicht Zufall, wir gehen einfach noch tiefer in den Wald rein und dann läuft die Sache. Und ich weiß gar nicht mehr warum, aber Hänsel auf einmal so von wegen nichts mit, wir nehmen wieder eine Handvoll Steine mit oder so. Der sagt einfach, pass auf, wir nehmen einfach ein Brot, wir haben ja noch ordentlich Brot. Und das benutzen wir halt, um da so uns einen Pfad von zu machen. Dann hat er halt, als sie dann wieder in den Wald gegangen sind, immer so ein Stückchen Brot fallen lassen. Und das wollten die dann später als Wegführer dann benutzen. Ist natürlich nicht so smart. Brot im Wald verschwindet meist schnell. Da gibt es ordentlich Tiere, die das mampfen wollen. Die Tatsache haben die beiden Kinder dann später auch erkannt, als sie dann letztlich aus dem Wald wieder nach Hause laufen wollten. Da war nichts mit Spur finden, da war das Brot nämlich verdammt nochmal weg. So, jetzt sind die natürlich aufgeschmissen. Jetzt ist die Frage, was macht man da? Mitten im Wald, wir können ja ein bisschen frei Haus ein bisschen rumlaufen und gucken, ob wir vielleicht selber nochmal wieder nach Hause finden. Oder was weiß ich, hier die Sonnenposition deuten, ah, da ist Nord, Südosten. Alles klar, ab geht die Post. Haben die jetzt nicht direkt hinbekommen? Die sind halt ein bisschen durch den Wald gelaufen und dann war da so ein Haus und das Haus war komplett aus Lebkuchen. Das ist, ich sag mal, nichts Alltägliches, ein Lebkuchenhaus. Die Kinder haben sich wahrscheinlich irgendwie so angeguckt und gesagt, fuck it, ich hab Hunger, da ist ein Haus aus Lebkuchen, hinterfrag's gar nicht erst, hau rein. Und dann essen die halt das Haus, die denken sich dabei wahrscheinlich nichts, die essen dann, also die fangen an dem Haus zu nagen. Und dann natürlich, das Haus gehört jemandem und das ist natürlich dann quasi Hausfriedensbruch oder Hausfriedensnascherei, ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall, da wohnt eine Hexe drin, oder das wissen die Kinder natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Es ist dann eine alte Dame, sag ich mal, und die sagt, Leute, was knuspert ihr da an meinem Lüttenhäuschen hier? Ihr wisst schon, wenn ihr das auffrisst, dann habe ich nichts mehr zu Hause, dann regnet's, ich krieg eine derbe Erkältung, hier ist kein Arzt, ihr wisst, was los ist, ich bin alt. Bitte nicht mehr am Haus knuspern. Und die Kinder, na gut, aber wir haben halt so Hunger, und die Hexe sagt, komm rein, ich hab noch mehr von dem Zeug, aber dann auch wirklich zum Essen hier drin. Und die Kinder so, Alter, was ein geiler Zufall. Da wird man einmal vom Vater so und von der Stiefmutter im Wald zurückgelassen, und dann kommt direkt so eine alte Frau an und sagt, boah, hier, Versorgung pur, auch noch Süßkram, ne, mitten im Wald, da findest du sowas ja eigentlich nicht, da ist kein Zuckerrohr, denke ich mal. Auf jeden Fall versorgt die Kinder dann, und das ist ordentlich lecker, kann ich mir vorstellen. Und dann die Kinder, boah, sie sind so nett. Und die Frau so, ja, guck mal hier, hier, ich hab Bett. Ihr könnt euch da reinlegen, es ist richtig warm, es ist richtig muckelig. Ihr könnt euch ins Bett legen. Und die Kinder, die, natürlich, die sind ja naiv, die denken sich, das ist eine normale Frau und da können wir auch normal uns ins Bett legen. Dann legen die sich halt ins Bett und pennen, und am nächsten Tag ist direkt kompletter Stimmungsschwankung angesagt, weil dann sagt die Frau nämlich, Alter, ich bin Hexe und jetzt machen wir mal Rambazamba, jetzt ist hier eine ganz, weht hier ein ganz anderer Wind. Und dann sagt die erstmal, Hänsel, du Vollidiot, hier, und dann nimmt die halt den kleinen Jungen am Arm, denke ich mal, und zieht ihn in so einen Käfig, ne, das musst du dir vorstellen, wie in so einem Zirkustier, diese Käfige, die da immer haben, und so ein Ding schmeißt sie den rein. Ich weiß nicht, warum die das sowas gerade parat hat. Das ist wie so ein Anglerfisch, die angelt sich mit dem Lebkuchenhaus wahrscheinlich immer die kleinen Kinder aus dem Wald. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Erfolgsrate von sowas ist, weil ich weiß nicht, wie viele Kinder da vorbeikommen. Wenn es so mitten im Wald ist, naja, muss sie ja wissen. Auf jeden Fall ist dann Hänsel in dem fucking Käfig und Gretel natürlich, Alter, das kannst du nicht machen, mein Bruder ist im Käfig, das ist ja nicht mal normal, was machst du denn mit dem, was machst du mit dem? Und die Hexe so, ah, ich habe so einen Kohldampf auf Kinder und ich will den essen. Aber im Käfig, was, das ist ja was anderes als essen, ja, ich will den ja erst noch füttern, damit ich den dann esse. Und dann, ja, weiß ich nicht, wie viel Gramm so ein kleiner Junge in so einer kurzen Zeit zulegen kann, aber für sie scheint es das wert zu sein. Immerhin kommen ja auch nicht viele Kinder vorbei. Also war der Plan, Hexenplan, ein Kind in Käfig, das wird ordentlich durchgemästet und dann gefräst. Wahrscheinlich frittiert, nee, gebackt, wir erfahren es ja später noch. Und das andere Kind, das Mädchen, das ist jetzt so meine neue Putzhilfe hier für die Zeit, in der ich sie halt auch nicht esse. Und das ist alles scheiße. Hänsel kriegt zwar ordentlich was zu mampfen, aber das ist jetzt auch nicht so das Geile. Und Gretel muss da wahrscheinlich den Boden putzen oder einen neuen Lebkuchen-Zaunpfosten basteln, weil die den ja vorher gegessen haben oder so, was weiß ich. Ja, das ist halt, was dann passiert, da haben die Kinder halt Glück, dass die Hexe halt nicht so smart ist in der Situation. Ich glaube nämlich, das war so, dass die Hexe gesagt hat, so, dein Bruder ist ordentlich fett geworden. Und jetzt wollen wir den ordentlich knusprig backen. Und dann sagt die Gretel, mach mal den Ofen an. Genau so war das nämlich. Die hat gesagt, Gretel, mach mal den Ofen an. Du musst den da ganz hinten, du musst da reinklettern, um den anzumachen. Und weil die wollte dann eigentlich im selben Zug dann auch gleich Gretel mitessen. Deswegen hat die gesagt, komm, greif mal da ganz, ganz weit hinten im Ofen drin rum. Und dann wollte die da reinschubsen. Ne? Und Gretel ist jetzt nicht so dumm. Die hat dann gedacht, ja, okay, den Plan kann ich mir leicht erschließen, was die Hexe jetzt vorhat. Was wir jetzt machen, ist naiv tun und Pokerface. Und dann hat Gretel gesagt, boah, gar kein Plan, wie ich das machen soll, liebe Hexe. Wie soll ich jetzt in den Ofen rein? Das ist mir zu unangenehm, das ist mir zu schwer, ich brauche da Nachhilfe. Und die Hexe, man könnte meinen, sie würde das schemenhafte Verhalten von Gretel direkt durchschauen, aber nein, sie macht genau das, was Gretel dann machen soll und sagt, hier, guck mal, du musst hier so fast deinen ganzen Oberkörper in den scheiß Ofen, das will ich von dir, dass du den ganzen Körper da in den Ofen steckst, damit du da hinten putzt oder was weiß ich. Und Gretel direkt, fump, schubst die Hexe in den Ofen, Klappe dicht, Feuer an, und die Hexe wird einfach beim lebendigen Leibe verbrannt, die wird richtig knusprig braun. Ich glaube, die Kinder haben die Hexe nicht gegessen im Nachhinein, aber das kann ich mir auch nicht lecker vorstellen. Das ist ja noch mit Knochen und allem, ne? Auf jeden Fall Hexe deftig am Brennen und Gretel natürlich, super, alles klasse.
Weiß ich nicht, wäre jetzt blöd, wäre jetzt wirklich blöd, wenn die Hexe den Schlüssel noch irgendwie am Hosenbund befestigt hätte. Dann müsste die warten, bis das Feuer aus ist, aber wahrscheinlich hing der Schlüssel an irgendeiner Türschwelle und dann sagt sie, komm, hier, Schlüssel, hey, Hänsel, meine ich, Hänsel, pass auf, die alte brennt, die ist richtig verbrannt jetzt. Und Hänsel natürlich, jo, geil, ne? Und der ist wahrscheinlich auch dick geworden in der Zeit. So. Aufgeschlossen, Käfig aufgeschlossen, Hänsel, komm, ab geht die Post, wir gucken nochmal, ob wir noch irgendwie anders nach Hause kommen. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann finden die dann im Nachhinein einfach so nach Hause, aus Glück wahrscheinlich. Der Segen von der höheren Macht hat dann gesagt, so, jetzt haben die auch so ein scheiß Abenteuer überstanden, jetzt schenken wir denen mal den Rest und die gehen einfach nach Hause. Wenn es anders ist, korrigiert mich bitte. So habe ich es in Erinnerung, dass die dann einfach nach Hause finden. Und pass auf, die kommen nach Hause. In der Zwischenzeit, nämlich der Vater und die böse Stiefmutter, sie ist einfach mal gestorben in der Zwischenzeit. Stell dir das mal vor, aus der Sicht des Vaters so, Alter, wir müssen irgendwas tun, um zu überleben. Oh ja, gib mal deine eigenen Kinder weg. Oh mein Gott, ist das schmerzhaft. Wir müssen meine eigenen Kinder weggeben in den Wald. Okay, jetzt haben wir es getan. Jetzt haben wir wieder Brot für alle. Wir sind ja nur noch zwei Personen. Und dann stirbt die einfach in der Zwischenzeit. Er so, Alter, es war es echt nicht wert. Es war es echt nicht wert. Meine Kinder sind weg. Und dann kommen die wieder und er so, oh. Gott sei Dank, da sind meine Kinder wieder. Was ist mit euch passiert? Ja, wir haben eine Hexe getroffen, aber alles gut gegangen. Ja, dann hier, ich habe auch wieder Brot. Die Holzverkäufe gehen wieder durch die Decke. Wir sind wieder gut aufgestellt, Leute. Und die böse Stiefmutter ist tot. Happy End. Was lernt man daraus? Nicht viel, aber so habe ich das jetzt in Erinnerung. Und ja, ich hoffe, der ein oder andere ist dabei auch eingeschlafen. Alles klar, vielen Dank und bis nächstes Mal.